Meine Rampas, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und zwar endlich mal wieder in einem Low-Tier oder in einem, doch Low-Tier schon Gefecht. Mit dem Marder 38T ist es nicht auch unbedingt mit Tier. Ich wurde immer mal wieder auch darum gebeten, nicht nur die High-Tier-Gefechte, nicht nur die Oberskiller, sondern eben auch mal so ein bisschen Oberskiller zwar immer noch, aber auch mal eher das Low-Tier zu zeigen, weil nicht das Spiel besteht nur aus Tier 8 und mehr, sondern es gibt auch niedrige Tierstufen. Und von dem jetzt sehen wir den Kalaschnikow hier mit seinem Marder 38T. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie er den spielt, weil der Marder 38T ist Fluch und Segen zugleich. Und von dem her, lassen wir uns mal überraschen. Gerade mit dem TD immer mal wieder spannend. Er fährt hier in die Mitte, das ist ja schon mal überraschender. Gerne wird nämlich mit TDs oben die Nordposition da genommen auf, was ist denn das, A8, von da runter schießen, sag ich mal. Aber auch hier, dieser Busch ist auch natürlich gern genommen, weil der Marder hat einen sehr schönen DPM. Und hier haben wir doch schon den M5. Nochmal ein Hit. Und der T-127 nimmt ihn raus. Kriegt aber hier auch einen Hit. Das Stuck mit ihm zusammen im Zug steht auch links von ihm. Kriegt jetzt hier leider gerade kein Ziel in dem Augenblick, aber normalerweise ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner kommen. Er fährt jetzt weiter, das ist ja schon mal interessant, dass er nicht auf seinem Spotter lange verharrt. Aber eben keine Gegner gerade hier. Kann auch sein, dass sich der Lemming Train Richtung Süden ans Kap der guten Hoffnung hier unten eben verirrt hat. Fünf zu vier für den Gegner. Vier zu acht. Das ist langsam. Muss er sich da ranhalten. Aber jetzt, wenn da unten die Gegner kommen, da kriegt er noch ein bisschen was rein. Der T40, der ist jetzt sein erstes Opfer. Den muss er erstmal weghaben, dass er dann in Ruhe nach unten wirken kann, genau. Keine Gegner jetzt gerade mehr offen. Hat aber Fernrohr und Tarnnetz drin. Wurde auch schon durch den Cap gefahren, also jetzt wird auch noch die Su da hinten geholt. Unten kommt doch jetzt eine Matilda. Der ging nicht durch. Matilda ist natürlich sehr schwer gepanzert. Er lädt jetzt auch auf Premium um. Aber mit Premium, da ist es wiederum kein Problem für ihn. Noch einen braucht er. Und damit ist der weg. Da kommt die nächste Matilda. 9 zu 13. Also jetzt muss er sich ranhalten. Vielleicht kommt da was von hinterhalb jetzt. Da ist doch schon der LTB. LTP, muss man ja schon sagen, nicht LTB.
So, da kommt noch ein PZ auch an. Ist er jetzt gut beraten, dass er jetzt erst auf den geht und nicht dem LTP nachfahrt. Den kann er rausnehmen. Die Captain, wenn sie jetzt durchcappen, hat er echt ein Problem, weil so die Captain wird schwieriger. Vielleicht kommt aber dieses klassische No-Cap und die wollen alle auf ihn drauf. Fünf Gegner hat er noch. Feuererlaubnis erteilt. Ja, er dreht hier ein bisschen. Erwischt. Na, LTP ist schon mal weg. Da hat er einfach nicht den Vorteil des Turms rausgesucht. So, der DW, der hier cappt, noch 10 Sekunden, aber da hat er alle Zeit der Welt, den zu decappen, macht es jetzt auch, zündet ihn sogar an und damit ist doch mal der Krieger klar gemacht. Jetzt noch 2 Kills und er würde das Gefecht sogar gewinnen, aktuell 1880 Schaden. Da ist die Matilda, die wird ihm, kann ihm nochmal wirklich gefährlich werden, gute DPM. Er darf jetzt hier nicht den Fehler machen und drauf fahren, beziehungsweise kann natürlich sich. Es ist natürlich sau schwierig einfach gerade. Da ist er ja, aber kommt nicht drauf. Doch, da. Ah, knapp. Bereit zu feuern. Da jetzt, oh, das ist super, dass die Matilda wegfährt. Ja, da macht er die Matilda auf jeden Fall mal weg. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Und hier ist noch der Medium und der Medium ist auch der nächste und letzte, den er braucht. Und dann ist das Game vorüber. Von dem her hoffe ich, es hat euch schon mal gefallen. Ich sag jetzt schon mal Tschüss und bis bald, euer Alcaramba. Erwischt. Tschüss.